Liebe Trader, die neue Handelswoche ist angebrochen. Es ist ca. 11.30 Uhr. Der Markt hat seine erste Orientierungsphase hinter sich gebracht und somit ein guter Zeitpunkt, um einen Blick auf das aktuelle Marktgeschehen zu werfen. Aktuell der DAX mit ca. 0,9% im Minus. Leider muss man ja sagen, sind die Märkte wieder fest im Griff von Spekulationen über Leitzinserhöhungen, womöglich ja sogar noch zwei, wie der Vizechef Stanley Fischer sich in einem Interview geäußert hat. Also wirklich ein nerviges Thema. Aber wir wissen ja aus der Vergangenheit, gerade auch diese Spekulationen treiben ja auch immer gerne den Euro gegenüber dem US-Dollar an. Und wenn wir uns das Währungspaar heute anschauen, ja, dann sehen wir, dass am Freitag, gerade nach diesen Aussagen, hier ein weiterer Abwärtsimpuls eingeleitet wurde. Und wenn sich jetzt die Schwäche im Euro wieder fortsetzen sollte, dann wissen wir ja, gilt es vor allem, die exportlastigen Unternehmen im Auge zu behalten und natürlich die Hauptprofiteure MTU und Airbus. Und bei beiden zeichnen sich eigentlich interessante charttechnische Konstellation, beziehungsweise sind gerade in einer aussichtsreichen Lage, aber mehr dazu später. Und wenn wir den DAX uns noch anschauen, dann sehen wir ja, wir bewegen uns ja mehr oder weniger in einer volatilen, leicht volatilen Seitwärtsphase. Der Markt kam schwach rein, aber dieser erste Dip wurde dann auch direkt wieder gekauft, in somit ja erste Attacke der Bären sozusagen abgewehrt, oder wir halten halt weiter diese Range, die Bestand hat. Wir müssen schauen, wie das Ganze weitergeht. Das heißt, deutlich mehr Erkenntnisse bekommen wir, wenn wir uns das Geschehen in den Einzelaktien anschauen und einfach so ein bisschen die Action in der zweiten und dritten Reihe uns näher betrachten. Was machen die Einzelaktien? Und gerade durch diese Volatilität habe ich vor allem, oder habe ich nicht nur den Fokus auf eine Seite. Ich werde weiterhin schauen, wenn es scharfe Pullback-Bewegungen gibt, beziehungsweise dort habe ich den Fokus drauf, ja, weil man immer wieder sieht aktuell, dass Aktien kurzfristig nach unten durchgereicht werden, beziehungsweise ihre Abwärtsbewegung sich beschleunigen über 2 bis 3 Tage. Aber dann natürlich ist aktuell genauso interessant, ja, welche Aktien zeigen Bullenqualitäten, stehen vor neuen Hochs, entwickeln relative Stärketendenzen. Das heißt, auf beides gilt es den Fokus zu haben, denn gerade wenn man jetzt sieht, dieser erste Dip heute Morgen wurde abgewehrt, wieder gekauft. Wenn jetzt über den Tag Stärke in den Markt kommen sollte, braucht man natürlich auch ein paar prozyklische Aktien auf der Watchlist, die man prozyklisch traden könnte, wenn entsprechende Trigger-Niveaus überschritten werden. Aber beginnen wir mit den antizyklischen Long-Manövern. Natürlich primär ja in den trendstarken Aktien, aber in erster Linie schaue ich natürlich den Abstand vom 3-Tages-Hoch. Dort sortiere ich nach den größten Verliereraktien. Und zum Beispiel auffällig ist eine Mühlbauer-Aktie. An der Stelle sei erwähnt, dass ich gerade Positionen in der Aktie halte. Hier sehen wir, ja, am Freitag kam schon entsprechender Verkaufsdruck auf. Dieses letzte Bewegungshoch bzw. Bewegungstief wurde herausgenommen. Und heute setzt sich auch wiederum diese Schwäche fort. Das heißt, Idealszenario, wenn wir hier oder wenn die Aktie hier in diesen Bereich von 35 Euro nochmal rutschen sollte, das jüngste Breakout-Niveau, und hier könnte so eine quasi Support-Marke der Aktie entsprechend Halt geben. Ja, also das wäre das Idealszenario, wenn sich das Ganze hier nochmal beschleunigt in Richtung 35 Euro, dann könnte man mit einer Risikotoleranz von 2 bis 3% auf eine Gegenbewegung spekulieren. Diese Aktie habe ich auf der Watchlist. Dann eine König und Bauer. Auch hier muss man sagen, hat sich zuletzt festgelaufen, ja, im Bereich der 50er Marke. Auch hier hat das Ganze, war die Aktie schon weiter im Minus. Aber wenn sich das jetzt hier auch nochmal beschleunigen sollte und heute der Kursverlust in die Größenordnung 5-6%, idealerweise natürlich noch größer, fortschreiten sollte, wir sehen einen schnellen Peak Intraday, dann wäre auch eine König und Bauer nach dieser womöglichen Bereinigungsphase ein interessanter Long-Kandidat. Nachrichtentechnisch hat sich nichts zum Negativen verändert. Auch immer eine ganz wichtige Voraussetzung für solche Manöver. Dann eine Sixt-Aktie. Zuletzt, die Zahlen haben ja den Wachstumskurs aufs Neue bestätigt. Man sieht hier vor allem auch, dass diese übergeordnete Trendfortsetzung ja zeitnah
eingeleitet werden könnte. Und hier haben wir jetzt heute auch den ersten schärferen Rücksetzer gesehen. Und wenn wir jetzt hier mal in die kleinere Zeiteinheit gehen, ja, so muss es teilweise aussehen. Kurze, schnelle Beschleunigungsphase, schöne kleine Sellout-Tiefs auch mal in der kleineren Zeiteinheit. Oft geht dieses Ganze mit schönen Volumenspitzen einher und das war zum Beispiel der Grund für mich auch heute hier eine erste Position einzugehen und deswegen an dieser Stelle der Hinweis, dass ich aktuell auch Positionen in einer SIXT-Aktie halte. Das heißt, die drei Kandidaten, hier ist der primäre Fokus drauf. Dann natürlich, welche Aktien stehen vor neuen Hochs? Ein ganz wichtiger Scan, den man jeden Tag durchführen muss. Zum einen gefällt mir hier das Konsolidierungsverhalten von einer Indus, gerade wenn wir das Ganze noch in den Big Picture einordnen. Zuletzt die Zahlen sind entsprechend gut ausgefallen, dass auch hier weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden sein könnte. Und wie gesagt, das aktuelle Konsolidierungsverhalten sieht gut aus. Das heißt, die Aktie packe ich mir oder habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist, gerade wenn diese Range hier nach oben aufgelöst wird. Wäre der Titel interessant. Dann natürlich die Digitalisierungsprofiteure, die beiden größten Softwareunternehmen, eine Software AG und eine SAP, beide eigentlich in recht aussichtsreichen charttechnischen Konstellationen. Wir sehen hier eine Software AG hat diese Range hier oben ausgebildet. Hier könnte man vielleicht noch mit diesem leichten etablierten Abwärtstrend argumentieren, aber im ersten Moment wäre mir hier wirklich wichtig, dass eine erste relative Stärke, eine Stärketendenz zu erkennen wäre. Dann wäre auch diese Aktie interessant für eine weitere Impulsbewegung, womöglich in Richtung 38 Euro, eine SAP. Auch hier ein schönes Konsolidierungsverhalten. Fast noch schöner, weil hier diese enge Range aufrechterhalten wird. Zuletzt ein neuer Pivotal Point nach guten Zahlen. Und wenn wir das Ganze im Big Picture noch einordnen, sieht es auch hier sehr ordentlich aus, sehr, sehr konstruktiv. Und genau, das sind noch die Kandidaten in erster Linie gerade für die Watchlist oder für prozyklische Long-Manöver. Und dann zuletzt noch ein Blick auf den Trader Wingman, auch hier mal eine sehr schöne Inspirationsquelle für neue Trades oder auch um zu sehen, ja, welche Signale dominieren. Und zum Beispiel, was mir hier aufgefallen ist, wir haben eine QSC, eine der trendstärksten Aktien aktueller Markt. Zuletzt ja mit den Zahlen ist hier quasi sorgt die Entwicklung im Cloud-Segment für neues Vertrauen. Und hier, wir wissen ja inzwischen, Dynamic Breakout, nachdem das letzte Bewegungshoch quasi herausgenommen wurde, jetzt nach diesen 3 Tagen beginnt die Aktie wieder Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Also hier könnte ich mir auch vorstellen, wenn der Markt stärker wird, dass man hier noch kurzfristig aufspringt. Der Aufwärtstrend ist ja noch relativ jung, aber hohe Trendstärke. Der letzte Einbruch wurde auch sofort gekauft. Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Das Vertrauen, wie gesagt, der Marktteilnehmer richtet sich auf eine weitere positive Entwicklung, vor allem im Cloud-Segment, nachdem ja zu Jahresbeginn eine neue beziehungsweise ein neues Produkt, nämlich die Pure Cloud Enterprise an den Start gebracht wurde. Was haben wir noch? Wir sehen, Bedded Home hat schön auskonsolidiert jetzt über die letzten Wochen. Die Aktie hat sich ebenfalls in eine charttechnisch interessante Konstellation manövriert, sodass hier, wenn sich das Gesamtmarktumfeld weiter aufhellen sollte und die Aktie Stärke zeigen sollte, auch hier ein neues Trendfortsetzungssignal generiert werden könnte. Also gerade charttechnisch sieht das Ganze sehr interessant aus, nachdem ja mehrfach hier jetzt im Bereich der 60-Euro-Marke die Aktie Support gefunden hat. Und zuletzt, gerade vor dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, der Euro neigt wieder zur Schwäche, muss man auch sagen, dass so langsam auch eine Airbus wieder auf die Watchlist gehört, wenn quasi hier dieser Break eingeleitet wird, wenn wir hier auch mal die ersten Stärketendenzen sehen sollten. Ja, das sieht es. Gerade im übergeordneten Bild sieht das Ganze recht konstruktiv aus, nachdem wir ja hier auch immer wieder Halt gesehen haben, beziehungsweise Halt gefunden wurde in der Aktie. Also eine Airbus habe ich jetzt auch auf der Watchlist und in diesem Zusammenhang natürlich aufgrund der Euro-Schwäche muss man auch schauen, was macht eine MTU. Und hier sehen wir ja auch, nachdem die Zahlen zuletzt über den Erwartungen gelegen haben, einen neuen Pivotal Point ausgebildet haben, muss man den Titel auf jeden Fall auch auf der Watchlist behalten, gerade wenn hier quasi diese etablierte Abwärtstrendstruktur nach oben verlassen wird und wir auch hier eine erste Stärkeentwicklung sehen sollten, dann wäre auch eine MTU interessant. Fazit,
auf trendstarke bzw. auf schnelle Pullbacks in trendstarken Aktien kann man direkt reagieren, gerade wenn sich diese nochmal beschleunigen und wir so schöne Sellout-Tiefs sehen, die womöglich dann auch Bestand haben. Für die prozyklischen Signale habe ich den Anspruch, dass der Gesamtmarkt weiter an Stärke gewinnt und gerade auch der DAX in das positive Territorium vordringt. Und wenn wir dann die ersten Stärketendenzen in Einzelaktien sehen, dann wäre ich auch bereit für die ersten prozyklischen Manöver auf der Long-Seite.